Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame, wie es absolut niemand nennt, und wir nehmen wieder Abstand vom Super Nintendo. Viel Abstand. Ein Blick in die Weiten des Internets verrät, so wahnsinnig viele Videos zu Prince of Persia 2 gibt es jetzt eigentlich nicht. 1993, noch das Prestigeprojekt von Bruderband, verschwand der Nachfolger von Jordan Magners Überraschungserfolg recht schnell in der Versenkung. Die Videospiellandschaft war Anfang der 90er eine andere. PC-Spieler spielten lieber Day of the Tentacle, Doom oder irgendeinen anderen Mist und die Consoleros schauten dank eingestellten Mega Drive Port ziemlich in die Röhre. Dabei ist Prince of Persia 2 auf dem Papier genau das, was man sich als Fan wünscht, denn dafür, dass seit dem ersten Prince mehr als 4 Jahre vergangen sind, hat sich erstaunlich wenig geändert. Das Spiel ist um einiges hübscher geworden, es gibt neue Animationen und voll vertonte, wesentlich häufiger vorkommende Zwischensequenzen runden den sehr guten Gesamteindruck ab. Nachdem der Super Nintendo Version des ersten Teils jegliche Bluteffekte geraubt wurden, ist Prince 2 wieder richtig schön brutal. Da dürfen mehr und vor allem bessere Soundeffekte natürlich nicht fehlen. Die Musik, die ist immer noch nicht gut, man will ja schließlich traditionsbewusst bleiben. Und das ist ein gutes Stichwort, denn am Spielprinzip hat sich genau gar nichts geändert. Wir spielen noch immer Bodenplatten-Twister am laufenden Band, stürzen dabei immer noch aus teils astronomischen Höhen auf recht resistente Bodenbelege, werden alle Finger lang zersenzt, verschluckt, zerquetscht, aufgespießt oder abgestochen und das alles in flotten 75 Minuten, sonst geht's geradewegs zurück in die Welt der Onanie. Außerdem sitzt das Kopftuch falsch. 11 Tage nach dem ausladenden Elefantenritt aus dem ersten Teil springt der Prinz aus dem Fenster des Palastes und flieht vor seinen eigenen Wachen. Ja, das Eheleben hat schon so manchen überfordert und wenn sich dann auch noch der totgeglaubte Jafar neuerdings als Prinz von Persien ausgibt, wäre mir persönlich auch nach einer Bootsfahrt zumute. Es kommt, wie es kommen muss. Wir werden auf hoher See versenkt und so starten wir ein Abenteuer, in dem wir nur zu gern versinken. Während uns der erste Prinz noch durch den abwechslungsreichsten Kerker der Welt schickte, bereisen wir mit dem Zweitprinz neben 10 Meter Stadt und 5 Meter Strand verzweigte Höhlensysteme, eine alte Ruinenstadt und einen antiken Tempel. Dann gibt es für uns einen Ritt zurück zum Palast und für Jafar einen Feuerball zwischen die Augen, denn es stellt sich heraus, dass der Prinz just der Sohn eines Königspaares ist, das in den letzten Kämpfen in der Ruinenstadt vor die Pferde gegangen ist und wie könnte es anders sein, muss der Prinz eine uralte Prophezeiung erfüllen. Schatten und Flamme macht zu Beginn gleich mehrere Dinge unmissverständlich klar. Der Schwierigkeitsgrad beginnt dort, wo der erste Prinz aufgehört hat. Die Level sind um einiges umfangreicher, bieten mehr alternative Routen und sogar mehrere Ausgänge, die dann wiederum in unterschiedlichen Startpunkten für das nächste Level münden. Und es gibt ein komplett neues Set an Fallen, an das wir uns gewöhnen dürfen. Dazu gesellen sich noch leichte Anpassungen der Steuerung und ein deutlich erhöhter Fokus auf den Zweikämpfen und auch der letzte Skeptiker muss zugeben, dass Prince of Persia 2 zumindest das vorhandene Potenzial ausreizt, mit variierenden Erfolgsraten. Das Leveldesign im ersten Prinz war recht klaustrophobisch. Der zweite Prinz legt es anders an und bietet uns weitaus offenere Level mit den dementsprechenden Konsequenzen. Wir legen wesentlich waghalsigere Sprünge hin und kommen des Öfteren nicht ganz heil unten an. Prince of Persia 2 belohnt Erkundung, allerdings manifestiert sich hier auch ein erstes Problem für den Anfänger. Wo die wiederkehrenden Supertränke versteckt sind, wird uns logischerweise nicht gesagt. Da wir aber oft nicht mehr zurück können, verbauen wir uns den Weg zu einem Trank einzig und allein, weil wir uns für die falsche Route entschieden haben. Es kann uns also leicht passieren, dass wir beim ersten Mal recht zart beseitet in den Ruinen ankommen und das Spiel gelinde gesagt unschaffbar wird. Wir sollten uns schnell an eine steile Lernkurve gewöhnen, denn Prince of Persia 2 verzeiht uns genau gar nichts. Case in point, eigentlich überall. Der erste Prinz konnte sich den Weg zu einem Ausgang nicht verbauen. Und wenn er sich einmal dumm angestellt hat, war vielleicht der Weg zu einem Trank weg, aber wenn mal ein bestimmter Sprung nicht mehr schaffbar war, dann war der Prinz meistens ohnehin nicht mehr in der Lage dazu. Das ist beim zweiten Prinzen die Ausnahme. Die Regel ist, dass wir durch den kleinsten Patzer einfach mal stecken bleiben. Eine brüchige Platte zu früh oder überhaupt gelöst und wir dürfen nochmal von vorne anfangen. Einmal die Gelegenheit verpasst, eine Druckplatte mit einer gegnerischen Leiche zu betätigen und es geht vom letzten Checkpoint weiter. Da passiert es auch ganz gerne, dass wir 10 Minuten Fortschritt verlieren, weil wir 3 Meter vor dem Ziel einen Zehchen auf die falsche Platte gehalten haben und wer manche Fallen nicht bereits im Vorfeld entschärft, kann schnell in Bedrängnis geraten. Prince of Persia 2 geht zwar mit der Zeit und bietet ein komfortables Speichersystem, das auch Ingame-Checkpoints absichert, sieht das aber offenbar als Freibrief für ein ziemlich sadistisches Leveldesign. Der Prinz hat ein paar neue Sachen gelernt.
Er kann jetzt lose Platten aus der Entfernung zum Einsturz bringen, kann sich nach vorne oder nach hinten fallen lassen, der Prinz kann seine Waffe beliebig ziehen, wenn ein Gegner in der Nähe ist, und er kann durch Mauerspalten kriechen oder Fallen ausweichen. Prince of Persia 2 schafft es bemerkenswerterweise, keine einzige Falle aus dem Vorgänger wiederzuverwenden. Wir werden also nicht mehr aufgespießt oder zweigeteilt. Naja, eigentlich werden wir schon noch aufgespießt oder zweigeteilt, aber auf andere Weise. Dazu nehmen wir bedarfsweise noch ein heißes Bad, werden senkrecht oder waagrecht in die Enge getrieben und kriegen eine Nuss ins Knack. Neben den normalen brüchigen Platten gibt es nun die ganz sensiblen sofort brechenden und die nicht entschärfbaren drehenden. Dafür ist Prince of Persia 2 ein wenig großzügiger mit Heiltränken. Das ist zwar schön und gut, hilft uns aber wenig, wenn wir von Zeit zu Zeit mit unseren schönen Sandalen durch spielerischen Dreck latschen dürfen. Da ist mal die Weite eines Sprungs nicht abschätzbar oder eine Mauerspalte überhaupt nicht zu sehen. Da müssen wir auch schon mal den längeren Weg nehmen, weil wir uns bei der Abkürzung den Weg in eine Sackgasse ebnen. Remember me? Solche Sachen sind am Ende des Tages verkraftbar. Ein Kampf mit einem Skelett auf einer willkürlich einstürzenden Brücke, die uns keinerlei Indikatoren gibt, an welcher Stelle sie einstürzen wird, ist es nicht. Eine Zeitschaltung gegen Ende des Spiels, die de facto nur dann schaffbar ist, wenn wir die Druckplatte mit einer Vogelleiche verkuppeln, gehört auch eher zu den entbehrlichen Neuerungen. Und immer wieder passiert es, dass wir durch ein gewisses Maß an Unkenntnis die einzige Chance zum Weiterkommen verpassen und es konsequenterweise einfach nicht mehr weitergeht. Dabei bietet Prince of Persia 2 einige Level, die an Kreativität so ziemlich alles ausstechen, was uns der Vorgänger so geboten hat. Die Höhlen besitzen dank alternativer Routen sehr viel Wiederspielwert, das letzte Level in den Ruinen hat ein tolles Rätsel, um an den Trank zu kommen, und Level 2 und 3 des Tempelszenarios bringen Sprung- und Knobeltechnisch so ziemlich alles auf den Plan, was mit dieser Art von Spiel möglich ist. Das Problem ist nur, dass es für jedes dieser guten Beispiele auch eine äquivalente Passage gibt, die der Ansicht ist, meinen Kaffee der Glückseligkeit mit Wasser aus den Abflussrinnen einer Pestsiedlung strecken zu müssen. Die ersten drei Level sind großartig, mit den nächsten zwei geht es qualitätstechnisch aber wieder auf die Höhe einer U-Bahn-Station. Dass die letzten beiden regulären Level so ziemlich die besten des Spiels sind, ändert nichts daran, dass Tempel 1 und der Gang zum Altar meinen Frustpegel in eine Hemisphäre bringen, wo er das letzte Mal beim Doppelgängerboss von Castlevania 3 war. Und der Endkampf unterstreicht nochmal das fehlende Bedürfnis des Spiels, uns irgendwas zu erklären, sondern uns lieber erstmal ins Messer laufen zu lassen. Das Problem an der Sache ist, dass der Spaß, den ich mit diesem Spiel haben kann, mit einer Mechanik steht und fällt. Wir müssen uns mal über das Kampfsystem unterhalten. Im ersten Teil war ich der Ansicht, dass das Kampfsystem immer dann in die Mühseligkeit abgedriftet ist, wenn es uns die Möglichkeit genommen hat, kreativ mit unserem Gegenüber umzugehen. Prince of Persia 2 sieht das anscheinend ganz anders. Es beginnt noch recht harmlos. In den Höhlen kämpfen wir isoliert gegen mehrere Skelette, die wir im Regelfall in Lavagruppen stoßen und damit ähnlich vorgehen wie im ersten Teil. Aber schon zu Beginn lässt sich nicht verschleiern, dass die Kämpfe nicht mehr so flüssig ablaufen und das Spiel auch gerne mal unsere Eingaben ignoriert. Die Steuerung ist allgemein nicht mehr so flüssig wie im Vorgänger, was schon eine Leistung ist, da man de facto alles 1:1 übernommen hat. Die Skelette sind wie gesagt kein großes Problem. Skelett auf der Brücke mal ausgenommen, wo wir übrigens auch unser Schwert verlieren. Das ist eine coole Idee, wir müssen den Rest des Levels nämlich ohne Waffe auskommen und uns in den Ruinen erst wieder eine neue suchen. Und ich nehme wieder alles zurück. Eine Scheißidee. Wir finden nämlich nur einen kleinen Dolch mit minimaler Reichweite und die Gegner in den Ruinen sind eindeutig nicht für diese geringe Reichweite gebaut. Die Schlangen töten sofort. Egal wie viele Tränke wir haben und verlangen übertriebenste Genauigkeit, was bei der schwammigen Steuerung nicht unbedingt zu den leichtesten Aufgaben gehört. Aber die können zumindest umgangen werden. Was hingegen nicht umgangen werden kann, sind die Medusa-Köpfe. Nun, genau genommen heißen die Dinger Goblin-Köpfe und repräsentieren die Stadtbewohner, die bei der letzten Schlacht ums Leben gekommen sind, und meine Güte haben die einen Hass auf alles, was sich bewegt. Beißen uns gut und gerne mal die halbe Energieleiste auf einmal weg, fliegen überall hin, wo es ihnen passt, einige heilen sich auch mal ganz gerne, nur um dann nochmal anzugreifen. Und wer ernsthaft glaubt, dass es im Tempel besser wird, der hat nicht mehr alle Wasserpfeifen im Schrank. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen schon mal die Vogelpriester vorstellen, die wir nicht nur in astronomisch hoher Zahl unter die Erde schicken, nein, die umkreisen uns auch mal ganz gerne, sind unheimlich toll platziert, wesentlich akrobatischer, und ihre künstliche Intelligenz schizophren zu nennen, würde doch zu sehr an eine Streicheleinheit grenzen. Im einen Moment blocken sie alles ab, was nur geht, und fügen uns unausweichlichen Schaden zu, im nächsten lassen sie sich ohne große Gegenwehr im Dreier- oder Viererpack abschlachten, was Passagen wie den Altarraum zu einer absoluten Glückssache werden lässt. Und das Schlimmste daran, wir müssen durch alle diese Kämpfe durch. Frühzeitiges Beenden durch Schicken in eine Falle ist die Ausnahme und mir an manchen Stellen etwas zu inklusiv,
Und wer glaubt, er könne einfach davonlaufen, ist schnell umzingelt und kriegt's von beiden Seiten, und zwar hart. Die Kämpfe werden damit zur Zerreißprobe bei einem ohnehin schon reiflich malträtierten Seil, und ich kann daher mit Überzeugung sagen, wer Prince of Persia 1 nicht im Schlaf beherrscht, der wird nicht sonderlich Feuer und Flamme für Schatten und Flamme sein. Bei allem Respekt, aber es ist nicht notwendig, gegen ein halbes Dutzend Gegner hintereinander zu kämpfen. Es ist nicht notwendig, mit ihnen willkürlich die Plätze zu tauschen, und es ist schon gar nicht notwendig, dass wir durch kreatives Kämpfen wegen einem dummen Automatismus in zwei Hälften gesägt werden. Sieht das so aus, als ob ich Spaß hätte? Ist die Notwendigkeit, Prince of Persia in ein Arena-Spiel zu verwandeln, in dieser Situation erkennbar? Die goldene Regel eines jeden Game Designers ist es, dass ich mir der Limitierung meiner eigenen Spielmechaniken bewusst werde. Etwas, was Tomb Raider 1 verstanden hat und Tomb Raider 2 nicht. Das unterscheidet Castlevania Bloodlines von Castlevania Dracula X. Die Frage, ob man es verstanden hat, ein Loch in der Wand mit einem Bild zu kaschieren, oder ob man das Bedürfnis hat, dasselbe Loch nochmal ins Bild zu bohren. Für alle Veteranen ist Prince of Persia 2 eine tolle Ergänzung zum ersten Teil, die viel richtig macht und an einigen Stellen tolle Verbesserungen einführt. Und anscheinend auch der Ansicht ist, dass das Kampfsystem das Beste am Spiel ist. Wenn Prince of Persia 2 aber mal nicht in Scheiße greift, ist es ein wirklich tolles Spiel. Heute wird den ersten beiden Prince of Persia Teilen gerne nachgesagt, dass sie schlecht gealtert seien. Das ist etwas, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann, denn die Spielmechaniken funktionieren heute noch genauso gut wie vor über 25 Jahren. Und die Tatsache, dass Tomb Raider 3 Jahre später kam und das Konzept von Prince of Persia de facto 1:1 übernommen und um eine dritte Achse erweitert hat, zeugt eigentlich für die Beständigkeit dieser beiden Spiele.